Heute bin ich beim Haarspezialisten Reza Azar im Herzen von Berlin, denn heute geht es um Haarausfall. Die Haare können ja durch ganz verschiedene Ursachen ausfallen, zum Beispiel durch eine mangelhafte Ernährung oder durch Stress, aber auch durch genetische Veranlagung oder durch Allergien. Sie haben sich ja auf Haarbehandlungen spezialisiert. Was bieten Sie denn Ihren Patienten für verschiedene Behandlungen an? Zu den Behandlungen gehören sowohl die konservative als auch die operative. Zu den konservativen Behandlungen gehören medikamentöse Therapie des Haarausfalls. Zusätzlich kommen dann die bioregenerativen Therapien. Dazu gehören Lasertherapie, Stammzelltherapie und sogenannte PRP-Therapie, Plasmatherapie. Und dann auch zum Schluss dann die Haartransplantation an sich, die minimalinvasive Form. Das ist, was Sie jetzt hier auch gerade durchführen, eine Haartransplantation. Das ist richtig, ja. Wie läuft das ab? Wir entnehmen mit einer feinen Hohlnadel einzelne Haare bzw. follikuläre Einheiten, also im sogenannten Spenderbereich, heraus. Die werden dann zwischengelagert in einer Kochsalzlösung und nach einer kurzen Phase werden wir die dann einsetzen in die Bereiche, die wir benötigen für die Transplantation. Jetzt entnehmen Sie Ihr Haare aus dem Hinterkopfbereich? Aus dem Hinterkopf, seitlichen Bereich. Seitlichen genau. Bereich und transplantieren die nach oben wahrscheinlich auf den Kopf. Das ist richtig. Wir haben schon mit der Behandlung seit gestern angefangen. Es geht um 2000 Einheiten, also follikuläre Einheiten. Gestern haben wir 1200 Einheiten transplantiert und das ist sozusagen die letzten 2 Stunden der Behandlung. Aber wieso sterben denn die Haare auf dem Kopf oben eher ab als an der Seite, sodass man auf der Seite noch was entnehmen kann? Ja, das ist der, sagen wir, der typische Haarausfall des Mannes. Der typische Haarausfall des Mannes. Es gibt einige Theorien diesbezüglich, aber das sprengt schon den Rahmen. Wichtig ist zu wissen, dass die Haare am Oberkopf oder beziehungsweise die Einheiten, die Haarwurzel, sehr sensitiv reagieren auf männliche Sexualhormone wie Testosteron und DHT bzw. Dehydrotestosteron. Aber wenn ich jetzt Haare von der Seite nehme und nach oben verpflanze, reagieren die danach auch wieder sensibel? Es handelt sich hier im Haarkranzbereich um gesunde Haare, Haarfollikel, die nicht sensibel auf diese Sexualhormone reagieren. Das heißt, wir entnehmen die, setzen ein in dort, wo wir die benötigen und die wachsen lebenlang. Und wenn ich die unten entnehme, fehlen die mir unten nicht? Ja, das ist die Kunst, dass man es schön gleichmäßig entnimmt und harmonisch entnimmt. Kommt das denn für jeden in Frage, für jeden Menschen, der seine Haare oben verliert? In den meisten Fällen ja. Wichtig ist, eine profunde Anamnese zu führen. Was erwarten wir bei diesem Patienten, wenn wir einen 20-jährigen Patienten mit kleinen Geheimratsecken haben? Heißt das nicht, dass er in 40 Jahren nicht eventuell eine Oberkopfglatze hat? Dementsprechend müssen wir in der Anamnese rausführen, wer hat, sagen wir, the worst case in der Familie. Und danach dann entscheiden wir, wie wir den Patienten behandeln. Wir haben eine Zuschauerfrage aus New Jersey bekommen. Maria Hulmer möchte gerne wissen, ob man eigentlich eine Haartransplantation auch bei Frauen machen kann. Das kann man auch bei den Frauen durchführen, aber jedoch müsste man schon eine genaue Anamnese durchführen und auch die richtige Diagnose herauskristallisieren und dementsprechend auch behandeln. Sagen wir so, in einigen Fällen kommt es bei Frauen die Haartransplantation ähnlich in Frage, aber das kann ein Spezialist natürlich mit der Dame nochmal das Ganze näher besprechen. Der Frau im Beitrag, da sind ja alle Haare ausgefallen, das ist aber nicht typisch bei einer Alopecia areata, oder? Alopecia areata kann in verschiedene Formen auftreten. Ja. Sie leidet unter einer Unterform von Alopecia areata, sogenannte Alopecia areata universalis, wo die gesamte Haare ausgefallen sind. Und da gibt es gar keine Therapie dagegen? Natürlich gibt es verschiedene Ansätze. Einmal die ganze konservative Therapie, die da gemacht werden. Wir setzen jedoch eher auf die bioregenerative Therapie der Alopecia areata. Da unterscheiden wir uns ja von den
klassischen Ärzten. Und Sie nennen diese Therapie eine Trippeltherapie. Ja. Woraus besteht die denn? Es ist ganz wichtig zu wissen, dass bei Alopecia areata im Gegensatz zum androgenetischen Haarausfall die Haarwurzeln sind noch vorhanden. Jetzt geht es ja darum, wie können wir die wieder reaktivieren, damit die wieder ein neues Haar produzieren. Und da durch diese Trippeltherapie, die aus Laser, Stammzellen und sogenannte Plasma bzw. PRP besteht, durch diese Trippeltherapie versuchen wir, dieses Wachstum wieder zu forcieren. Und Menschen mit einer Alopecia areata können dann tatsächlich auch wieder auch an den kahlen Stellen volles Haar haben? Wir haben die häufigsten Patienten, die zu uns kommen, die haben schon eine Patientengeschichte von etwa 15, 20 Jahren. Also die laufen schon mit Perücken rum und die haben alle Therapien, konventionelle Therapien durch. Und gerade diese Patienten behandeln wir. Wir haben ja hier Fotos von einer Patientin, die Sie behandelt haben, und die schauen wir uns jetzt einmal an. Was kann man auf den Fotos sehen? Da sieht man genauso, das ist eine 21-jährige Patientin, die schon seit ihrem 6. Lebensjahr Haarausfall hatte. Zum Schluss hatte teilweise eine Perücke getragen, hatte verschiedene Therapien schon, auch so eine universitären Einrichtung hinter sich gehabt. Und kam vor etwa einem Jahr zu mir und dann haben wir mit dieser Therapie begonnen und diese Therapie hat wunderbar angeschlagen bei ihm. Sie sind jetzt dabei, die Haare von der Transplantation wieder einzusetzen, das heißt die Haare, die Sie hinten und seitlich entnommen haben, nach oben auf die Kopfhaut zu transplantieren? Nach der Anästhesie, nach der Betäubung der kahlen Fläche kommt. Und dann meistens dann benutzen wir dafür eine sehr spezielle feine Klinge, um die sogenannte Schlitze zu machen, ja. Und im Anschluss dann werden die Transplantate einzeln dann eingesetzt. Wenn Sie die Haare an der Seite entnehmen und nach oben transplantieren, nehmen Sie denn tatsächlich komplett die Haare, die Sie brauchen, oder machen Sie das Schritt also für Schritt? Also bei uns heißt die Technik IFUE-Technik. Die klassische FUE entnimmt am Stück all die benötigten Transplantate und im Anschluss setzt sie die ein. So sind dann die verweilen die Transplantate ziemlich lange außerhalb des Körpers. Wir machen es anders, intermittieren, indem dass wir die Behandlung in verschiedenen kleinen Sessions einteilen, Entnahme einsetzen und so bleiben die Transplantate kurz außerhalb des Körpers und werden dann weniger beschädigt. Und so erreicht man höhere Anwuchsrate, also im Vergleich zu den klassischen FUI-Technik. Wie lange dauert insgesamt die Therapie jetzt hier bei Ihrem Patienten? Wir haben seit gestern angefangen, ja, und heute werden wir das in etwa 2 Stunden abschließen. Also in 2 Tagen? In 2 Tagen etwa 16 Stunden. Wunderbar. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und zugucken durfte. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.